Wollen wir mal diese Sticksbäumchen natürlich kaputt machen, wenn die nie groß werden. Oh, was? Wildschwein, ich hasse dich. Achso, Wildschwein. Die greifen immer mich an. Jo. Sie wissen halt, wer gern mit ihnen spielt. Eppert schon. Sag mal, diese Haut. Ach so. Dann sagen wir doch erstmal wieder Hallo. Hallo. Jetzt sind wir wieder da. Da. Keine Wildschweine mehr, die mich nerven wollen? Nein? Gut. Warum habe ich denn meinen aufgewerteten Speer nicht mehr im Inventar? Weil du den vielleicht vorher aufgewertet hattest, als noch der Crash war. Nein, ich habe ihn danach nochmal aufgewertet. Und als du jetzt raus bist und wieder rein bist, war er weg. Dann weiß ich's nicht. Soll ich noch ein zweites daneben bauen? Brauchen wir hier so viel? Frage. Laden kann es nicht, oder? Ja, gut. Dann bau noch ein. Ich habe nur keinen Stick mehr. Hier drei Stück fehlen noch. Die krieg. Das ist doch offen, das Buch. Falls ja, dann bringt gleich mal ein paar Sticks mehr mit. Oh, Baum, fall endlich um. Sind das nicht kleine Sticksbäume hier? Nee, wa? Sind zu groß. Hier in meiner Richtung sind ganz... Verdammt, ich habe nur einen Pfeil. Da unten. Steht nämlich da. Gerade ein Dingens vor. Ich bin da. Ein Treffer hat's. Oh, Regen, Junge. Regen vorbei. Ganz knapp. Guck mal, ob du deinen Pfeil wieder findest. Ein kleiner Stein zum Werfen. Alles nur diese großen, blöden. Ja. Dinger. Ach Mist. Ich weiß gerade auch nicht mehr, wo es ist. Steht hier vor mir. Ich hab den Pfeil. Ja, erledigt. Wow. Perfekt. So, es regnet doch, es regnet. Ja. Guck mal, ein bisschen Wasser hier in unseren Dingern sind. Also bald der Magenbus noch halb voll ist, hat man so gut wie keine Gesamtausdauer mehr. Die geht so schnell runter. Ja. So. Bist ja auch hungrig. Ja, aber ein halber Magen, also die Einstellung sollten wir bitte ein bisschen ändern. Vor allen Dingen habe ich gesagt, dafür ist die Energie, die man essen tut, ziemlich schnell verbraucht ist. Jo. Feder, 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 Feder. Toll. Liegen immer so weit oben, da kommt man gar nicht mehr dran. Ja, komm doch runter. Ach, Katze. Auch eine. Ich habe auch das Fuß immer noch wieder drin, also. Keine Ahnung. Füße sind immer gut. Die schmecken manchmal so. Ach, Käsefuß, ich weiß. Brauch noch ein, zwei Federn. Hä? Okay, ich brauch keine Federn. Ich brauch Sticks.
Ich habe noch 24 Federn. Wo auch immer ich die her habe. 24? Ja. Achso, ist der Rehkopf. Ich dachte schon, was liegt denn da? Und? Hä? Lager habe ich doch leer gemacht hier. Also scheint er das schon wieder nicht richtig gespeichert zu haben. Also bei mir passt alles. Holzlager ist wieder halb voll. 6 Scheitel sind drin. Ist doch gut, wenn sich's wieder alleine auffüllt. Nee, nicht. Dann heißt es für mich, hier fehlt irgendwo. Ja, mein Bauplan. Siehst du doch, ob da irgendwas fehlt oder nicht. Was kann ich denn aus einem Rucksack und einem Ast machen? Was? Ah! Na, das ist aber jetzt auch mal für blöde. Und? Moment, ich teste noch, bevor ich was Falsches erzähle. Ach, kann man da jetzt einfach sich aussuchen, was man wohin legen möchte? Oder? Moment. Ja. Ich habe rausbekommen, wie man Shortcuts zuweist. Oh, okay. Was heißt das jetzt so? Wenn du in dein Inventar gehst, in diesen Rucksack. Gleich, Moment, ich muss mal schnell zum Wald rennen. Und dann gucke ich. Also einen kleinen Tipp, wie ihr am besten Vögel umbringen könnt. Benutzt einen Speer. Finde ich nicht. Okay, Inventar. Dann machst du auf deinen Rucksack einen Rechtsklick. Mhm. Und nimmst das, was du haben willst, in der Shortcut. Also den Gegenstand. Axt jetzt zum Beispiel, oder was? Axt ist schon auf 3, standardmäßig. Ich sehe da jetzt bloß meinen Rucksack, ich sehe da nichts weiter. Der ist jetzt in der Mitte gewandert. Naja, und sagen wir mal, du willst jetzt den Bogen noch irgendwo haben. Dann machst du einen Klick auf den Bogen, dass er auch mit rüber geht. Also auf Kombi, auf Rechtsklick. Genau. Mhm. Und dann, Zahnrad. Genau. Und dann kannst du auswählen, auf welche Taste du das haben willst. Also jetzt auf das Zahnrad klicken, ja? Ja. Ah, 1, 2, 3, 4. Genau. Welche ist zum Beispiel, welche Taste ist die Axt? Die ist standardmäßig auf der 3. Und was ist auf der 1 und 2, weißt du das? Essen und Trinken. Nee, bei mir ist die Axt auf 1. Dann hast du schon irgendwie mal umgelegt. 2 weiß ich nicht. Aber jetzt habe ich den Bogen auf die 1, den Speer auf der 2 und die Axt auf der 3. Das gefällt mir. Ah. Oh. Und was packen wir auf die 4? Das kannst du dir aussuchen, wie du willst. Ah, muss ich Essen im Inventar haben, um da Essen einmachen zu können, wa? Also naja, zustimmen. Genau. Du musst das, was du da reinhaben willst, auch im Inventar haben. Ach, dann mache ich da den Reparaturhammer rein. Kann ich nicht. Der geht noch dick wird. Ja. Doof. Ja, gut. Dann kann ich ja das später wieder mal. Oh, dann kann ich es ja austesten. Achso. Ja, dann kann man sich das zusammenpappen, wie man es haben möchte. Habe mich schon die ganze Zeit gewundert, irgendwie muss man doch diese Shortcuts irgendwie. Das gibt's doch nicht. Ja. Mein Baumstamm hat sich gerade dematerialisiert. Aufgelöst, so. Käschen, du sitzt fest. So, 25 Pfeile habe ich. Ich habe 17. Es ist Häschen weg. Das ist gut, dann können wir doch... Sollen wir vielleicht hier vorne auch noch diese Dings hinbauen, diese...
Alter für die Fälle? Können wir machen. Weil dann könnten wir eigentlich rein theoretisch vor Ort dann halt auch Fälle halt holen, wenn wir sie brauchen. Hm. Für den Fall der Fälle. Hahaha. Ha, ha. Ja, können wir machen. Für den Fall der Fälle, dass wir Fälle brauchen, brauchen wir den Fälleständer. Alles schief hier, es ist ja unglaublich. Mhm. Da brauchen wir auch nur Sticks, wa? Ja, noch 18 Stück. Gut. Au. Quatsch. Ich hab ein Eichhörnchen umgebracht. Okay. Nein, das arme Eichhörnchen. Außer Fleisch kriegt man von denen leider nichts. Nee. Da könnte man sich aus dem Puscheln sowas Cooles irgendwie basteln. Was denn? Ein Eichhörnchen-Puscheltotem oder? Ja, Ohrenschützer oder sowas. Eichhörnchen-Ohrenwärmer. Ist ja cool. Oder aus dem Krokodilleder eine schöne Handtasche. Absolut. Oh. Braucht man auf jeden Fall. Ja. Eine Grüße von Greenpeace. Oh, war ja. Wenn die das hören. Das ist ein Spiel. Wir versuchen ja alle nur zu überleben. Da ist so eine Handtasche als Mann schon ziemlich wichtig. Ja, das ist die Erweiterung zum Rucksack, weißt du? Das kannst du umhängen eventuell. Mhm. Dann kannst du da noch reinmachen. Ja, warum gibt es in dem Spiel eigentlich nur Männer, die in dem Flugzeugabsturz überleben? Ja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Ist doch immer ein Kerl. Und einer ist hässlicher wie der andere. Also kein Zickenterror hier, weißt du? Ja, nee, ist klar. So, ich hab mir mal ein Reh geklaut, so eine Rehhaut. Zum Anziehen. Mach das. Wenn wir jetzt hier noch ein paar Rehe finden würden, dann verdammt gut. Ja. Ich such schon, aber ich finde hier auch keine. So ein richtig schönes, gemütliches, kleines Lager. Schauen, wie lange noch. Mhm. Bis zur nächsten Nacht. Ja. Vielleicht greifen sie das Lager öfters an als unseres hier. Ja, ich würde es mal nicht hoffen. Ja, wie sie sehen sie nix. Außer Wald. Bisschen. Wald vor lauter Bäumen nicht gefunden. Findest auch nix. Ich habe ein Todesstein gefunden. Was gefunden? Den Todesstein. Okay. Ich kann wieder arme Hasis abwerfen. Wenn ich mal eins finden würde. Ey, mein Magen ist noch nicht mal ein Achtel leer und schon ist die Gesamtausdauer auf die Hälfte runter.
Das kommt aber dann nur, wenn du die ganze Zeit rumrennst. Ja, ich bin beim Bäumehacken. Ja. Ich transportiere die Bäume dann auf ja. den Wagen. Irgendwann wirst du müde, das ist schon klar. Nichts. Nichts, wieder nichts und nochmal nichts. Cool, die Baumstammstücke fallen noch den Berg runter. Cool. Ganz so weit offen. Ärgerlich. Ja, aber ja, ein Wildschwein. Toll. Das Fell können wir sich doch auch umhängen. Schon, aber... Hier sind lauter Wildschweine hier unten. Wahrscheinlich wieder ein Eimer mit Farbe. Dann mach mal die Farbe raus und wir brauchen noch einen leeren Eimer. Auch wieder rot. Kann mich wieder anmalen damit. Wir bräuchten nur den Eimer. Wo kriegt man eigentlich sowas her? Keine Ahnung. Genauso wie dieses Steigeisen, was wir da brauchen. Werden wahrscheinlich irgendwo bei einem Camp rumliegen. Mhm, ich befürchte es. Werden einfach mal ganz viel Glück brauchen, um da halt... Ja. Federn, Federn, meine Federn, bitte. Ich bin dafür, wir watscheln langsam so Richtung den Camp da hoch. Ja, würde ich auch sagen. Es wird nämlich duschbar. Duschbar, Maruschka. Mhm. Leuchtet das denn hier? Das? Was? Leuchtet. Wo? Das hier. Ich glaube, da spawnt gleich einer. Dann geh weg da. Ja. Ich sehe nichts. Bei mir leuchtet das, als wenn da einer mit einer Fackel steht. Nee, ich sehe da nur zwei Wildschweine. Schnaufen habe ich gerade auch gehört. Eure Hütte hat eine gelbe Tür. Ja. Das ist schön. Verdurste übrigens gleich. Ich bräuchte deine Flasche nicht aufgefüllt. Die hatte ich aufgefüllt, aber nachdem ich da wieder gespawnt bin, ist das irgendwie leer gewesen. Wenn ich in der Schildkröte hier bei uns ist auch was zu trinken drin. Echt? Ja. Oh, tatsächlich. Ja. Juhu. Doch, alles ausgesoffen hat sie gleich. Entschuldigung. Ich jetzt nur noch was essen. Ist trocken. Ja, schnell. Ja, neuer Fisch rein. Juhu. So. Dann gehen wir doch mal schlafen. Sekunde, ich muss erstmal zum... Platz gehen. Nimm das feste Haus. Machen wir mit dem anderen hier? Deko. Stehen so, lassen. Ich kann. Ich bin da. Okay. Dann gute Nacht. Verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüssi. Ciao.